Worüber hast du dich zuletzt kaputt gelacht? Ah, zuletzt habe ich kaputt gemacht über den Film Nackte Kanone. Dieser übertriebene Blödsinn bringt mich zum Lachen. Da entsteht wirklich eine Komik, ne? Nicht irgendwie Komik zu spielen, sondern wirklich den Quatsch ernsthaft zu spielen. Und da fällt mir jetzt ein, über die Nackte Kanone habe ich wirklich echt kaputt gelacht. Also Charlie Chaplin ist mein Idol. Also der macht nie falsch was, aber der ist einfach genial. Deshalb, ich wünsche mir wirklich viele Komödie und viele, viele gute Sachen, die mir zum Lachen bringen und damit ich immer gute Laune habe. Und ich wünsche allen eine positive Einstellung, weil das ist in heutiger Zeit ist das sehr wichtig. So. Was kannst du richtig gut? Das ist wirklich Schauspielern. Mehr kann ich nicht. Also ich bin so neidisch auf die Leute, die gut Handwerkern können. Also die gute Handwerker. Oder die Leute, die irgendwie technisch begabt sind. Und können also Geräte reparieren oder sowas. Aber ich kann das nicht. Was ich gut kann, ich glaube, Schauspieler. Ich komme aus dem Osten, sagen wir so. Ich hatte da andere Schule. Es gibt verschiedene Theaterschulen. Ich habe, meine Schule war Stanislavski. Und wir hatten ganz andere Arbeitsmethoden da. Also in unserer Schule, der Regisseur kam und erstmal, es gab so Rollengespräche, aber der wusste schon alles. Du machst so, dann machst so. Also der hat uns diese Kurve, diese Linie gezeigt, bis zu Ende, ne, bei uns geblieben. Und das war schon schön, wenn jemand dich leitet und du musst einfach nochmal dazu, ne, ein bisschen auch von dir. Das hat mich sehr geprägt. Und dann, als ich nach Deutschland kam, hier kommt ein bisschen alles. Hier ist mehr Demokratie. Hier ist mehr Freiheit, man kann selber dem Regisseur Vorschläge machen. Der Regisseur erwartet von dir was. Du musst anbieten, du musst aktiv sein. Genau, und diese beide Mischung, am Anfang fiel mir schwer, aber dann fand ich das total interessant. Und dann bekam eine Hauptrolle im Drama Dreck von Robert Schneider. Und es ging um einen Ausländer, der nach Deutschland kommt, mit der Überzeugung, hier sei ein Paradies. Und ich dachte, wie schaffe ich das? Wie soll ich jetzt die Leute zwei Stunden unterhalten? Ich konnte kein Deutsch, aber genau diese Herausforderung, das war eine der größten Herausforderungen meines Lebens. Und ich werde diese Rolle nicht vergessen. Diese Rolle hat mein Leben hier in Deutschland umgekrempelt. Diese Rolle war meine Visitenkarte. Und diese Rolle und dieser Erfolg war eine Brücke zu weiteren Erfolgen. Es waren auch kleine Rollen, aber sehr bedeutenswerte. Zum Beispiel das achte Leben. Ich hatte kleine Rolle da, aber das Gefühl, ein Stück Heimat durch diese Romanadaptation zu präsentieren, überwältigte mich. Ich als George, 30 Jahre hier, und dann kommt meine Heimat zu mir. Und dann kriege ich eine Rolle und ich war so froh und dankbar, dabei zu sein. So, mal gucken, was kommt. Wofür wärst du gern bekannt? Also es ist ein bisschen peinlich, über mich zu reden, aber ich bin in meinem Land Georgien sehr bekannt. Ich habe hier dreimal eine große Wohltätigkeitsveranstaltung gemacht. Und ich habe in Westgeorgien eine kleine Krankenhaus unterstützt. Und uns geht hier noch gut. Also, und es gibt Menschen, wirklich die viele Nöte und viel Armut in Armut leben. Deshalb, ich denke, jede Hilfe ist willkommen. Und ich werde wirklich daran denken.
Wenn ich mir was wünschen dürfte, ich habe das oft mit meinen deutschen oder georgischen Freunden gescherzt. Leute, ich habe einen runden Geburtstag und ich möchte euch einladen. Und die alle sagen, wann? Das wird 2057, 9. März. Ich werde 100 Jahre alt. Bitte tragt ein und das ist ein Freitag. Ja? Am Anfang habe ich das gescherzt, aber dann dachte ich, warum eigentlich nicht? Na? Wenn man wirklich damit ernsthaft umgeht und auf die Ernährung achtet, Sport, und das ist eine große Herausforderung. Also mein Wunsch wäre, 100 Jahre alt werden und meine Leute nicht enttäuschen, aber nur, wenn ich gesund bleibe.